Was war der grundsätzliche Fehler Mohammeds? Und der Fehler bringt heute noch sehr viele Menschen ins Verderben. Der grundsätzliche Fehler Mohammeds war, dass er nicht auf das Wort Gottes, sondern auf das Wort eines Engels gehört hat. Der Engel nannte sich Gabriel. Der Name war ein Pseudonym, also ein Lügenname. Das Wort Gottes aber lag zu seiner Zeit schon geschrieben komplett vor. Er hätte das Neue und Alte Testament, vor allem aber das Neue, das von Jesus Christus berichtet, zur Kenntnis nehmen können und dem Wort Gottes glauben können, statt einem Engel, der sich Gabriel nannte und eine Lügenbotschaft vorbrachte. Woher weiß man nun, dass der Engel eine Lügenbotschaft vorbrachte? Weil das, was er gesagt hat, weil das, was dann später im Koran aufgeschrieben wurde und heute von vielen Menschen geglaubt wird, das steht in ganz scharfem Kontrast zum Wort Gottes zur Bibel. Das Entscheidende überhaupt, was diese Welt betrifft, das ist das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Denn allein durch diese Tat können Menschen in das Paradies gelangen. Wir gelangen mit Sünden nicht in das Paradies. Wir müssen die Sünden an Jesus Christus abgeben. Deshalb wurde er Mensch, deshalb starb er 6 Stunden am Kreuz. Diese grundlegende Wahrheit verdunkelt der Koran, inspiriert von einem Engel, der sich Gabriel nannte und der, wenn er nicht der Satan, Iblis selbst war, dann auf jeden Fall einer seiner Engel. Ein Drittel der Engel ist ja hinter Satan, dem Teufel, abgefallen von Gott. Und ein solcher Engel, wenn nicht Satan selbst, hat Mohammed inspiriert. Und das war sein Fehler, dass er diese Inspiration nicht mit Gottes Wort, der Bibel, dem Neuen und Alten Testament überprüft hat. Und das ist übrigens der Fehler nicht nur der Muslime heute, die werden gehindert. Muslime heute werden gehindert, das Neue Testament zu lesen. Das bekommen die von ihren Imamen ausgeredet. Das sollen die nicht lesen, obwohl der Koran durchaus da positive Worte findet. Der Teufel ist ja immer darauf angewiesen, dass er Lügen und Wahrheit mischt. Also es gibt einige Wahrheiten im Koran, darunter auch Hochschätzungsworte der Bibel und des Neuen Testaments, Injil genannt. Darauf ist der Teufel angewiesen, die Wahrheit und die Lüge zu mischen, damit die Lüge dann Raum gewinnt, sich ausbreiten kann und die Menschen ins Verderben, ihm hinterherführen kann, auf seinem Weg ins Verderben, in den See aufs Feuer. Beschrieben im drittletzten Kapitel Offenbarung 20, dem Wort Gottes der Bibel, dem Neuen Testament. Lies das Neue Testament und das Alte, das ist meine Aufforderung an dich. Glaube an Jesus Christus und wenn du ein Muslim bist, dann überprüfe das, was im Koran geschrieben steht, mit dem, was im Neuen Testament geschrieben steht und überprüfe das mit Gebet. Nun bist du es als Muslim gewohnt, zu denen zu beten, die sich Allah nennen. Allah ist ja der arabische Name für Gott, aber dahinter verstecken sich eben die Wüstengötter, die Wüstendämonen Arabiens. Zu denen betest du, wenn du Muslim bist. Aber wenn du hier meinem Ratschlag folgst und mit Gottes Wort im Neuen und Alten Testament, jetzt speziell mit dem Neuen Testament, das Lügenwort des Korans, diese verdrehte Lehre eines gefallenen Engels überprüfst und das mit Gebet, dann sieht Gott dein suchendes Herz, das die Wahrheit sucht. Und er wird dich nicht ohne Impulse lassen, sodass du die Wahrheit erkennen kannst, auf den Weg der Wahrheit findest. Es ist ein ganz anderes Leben als gerettetes Kind Gottes im Heiligen Geist, weil man Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hat, oder als ungeretteter Mensch, Muslim, Buddhist, Atheist, was auch immer.
Und ich empfehle dir dringend, nicht nur, weil das schon in der Zeit ein ganz anderes, viel besseres Leben ist innerlich, sondern auch, weil das der einzige Weg der Rettung ist, werde Christ. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Dazu musst du verstehen, wer Jesus Christus ist. Und Jesus Christus ist eben nicht nur, wie der Koran allerdings richtigerweise sagt, ein Nabi, das heißt ein Prophet. Er ist nicht nur ein Prophet. Und das ist der Fehler des Korans, einer der grundlegenden Fehler, dass er behauptet, Jesus Christus sei nur ein Prophet. So ist es nicht, sondern Jesus Christus ist ein Prophet, aber er ist weitaus mehr. Er ist der Sohn Gottes. Und das aber mit einer ganz großen Besonderheit. Die hebt ihn ab von all diesen Heidengöttern, den Hindu-Göttern, die sich Namen geben, den Wüstengöttern Arabiens, die sich Allah nennen, von all diesen Geistwesen, von allen Engeln auch, hebt sich der Sohn Gottes dadurch ab, dass Gott der Vater durch ihn, Jesus Christus, alles geschaffen hat. Alle diese Geistwesen, einschließlich der Engel, die dann zu einem Drittel hinter Satan abgefallen sind, die hat Gott durch Jesus Christus geschaffen. Bevor etwas war, war Gott, und durch seinen Sohn Jesus Christus wurde dann überhaupt etwas. Zeit, Raum, Welten, Engelwelten, alles hat Gott durch seinen Sohn Jesus Christus geschaffen. Und dann aber, als die Welt in Sünde gefallen war, als ein anderer Mensch, nicht Mohammed, sondern Eva, auf die Stimme des Teufels gehört hatte, in Sünde gefallen war, als die Welt in Sünde gefallen war, da entschloss sich Gottes Sohn, aus der Einheit Gottes kommend, Mensch zu werden in der Welt, um deine Sünden am Kreuz zu tragen. Er wusste, dass du nicht frei werden kannst, wenn er das nicht tut. Und deshalb hat er diesen harten, sechsstündigen Todeskampf am Kreuz für dich aus Liebe auf sich genommen. Und du kannst das wertschätzen. Du kannst ihn als Herrn und Retter annehmen, den Heiligen Geist dadurch erhalten. Sündenvergebung, den Heiligen Geist erhalten, dann wird dein Leben fruchtbar und du wächst im Geiste Gottes auch an Erkenntnis. Dein Leben wird geistlich fruchtbar. Am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades Sheol. Dort findet statt der Totenschlaf die Totenruhe. Ganz am Ende findet die Auferstehung statt. Wer in seiner Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, und das ist das Grundproblem des Koran, dass er die Menschen daran hindert, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen. Wer in seiner Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, der steht ganz anders auf am Tag der Auferstehung. Der steht auf in einem weißen Gewand, in einem eigentümlichen Glanz. Und so geht er an diesem letzten Tag, dem Tag der Auferstehung, in das Endgericht vor Gott. Da nützt dann kein Wüstengott Arabiens, kein Buddha, kein Mohammed, keine Relativitätstheorie oder irgendeine andere Wissenschaft, da nützt dann kein Gedankengebilde, sondern im Endgericht zählt allein, ob du in deiner Lebenszeit deine Sünden an das Kreuz abgegeben, ob du Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hattest, dann nämlich stehst du da im Endgericht ohne Sünden, und das bedeutet, du stehst da gar nicht, sondern du wirst hindurchgewunken ohne Sünden, da ist nichts mehr zu richten, du wirst hindurchgewunken in das Paradies, daran hindert der Koran. Die Lügenlehre, die Mohammed von einem diabolischen Engel sich hat einflüstern lassen, und er hätte sie mit dem Wort Gottes der Bibel überprüfen können, das hat er nicht getan. Ganz übel, sehr viele Menschen sind dadurch auf dem Weg nach unten. Wenn du es auch bist, kehre um zu Jesus Christus, nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an, lass ihn machen, er ist der Retter. Du selbst kannst dich nicht retten, nicht durch Reinkarnationen, nicht durch Koranglauben, nicht durch irgendetwas. Du musst ihn machen lassen durch das, was er am Kreuz getan hat. Schätze das wert, nimm es an, erhalte den Heiligen Geist, ewiges Leben im Paradies. Dort werden wir uns dann sehen. Gottes Segen. Amen.